Hallo, wir sind wieder zusammen, wenn du das siehst. Und ja, wir haben heute eine ausgesprochen schöne Losung. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es ist ganz wichtig, wie ich schon immer wieder sage, dass wir einfach auf Gottes Wort hören. Und heute hören wir auf den Text in Jeremia, der Prophet Gottes, der auch der Leidensprophet genannt wird. In Kapitel 12, Vers 3 sagt er: Du Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist. Ja, das ist auf jeden Fall die Wahrheit, denn er hat es sicherlich nicht leicht gehabt mit seinem Auftrag, mit seinem Dienst, den ihn Gott berufen hatte. Die vorherigen Verse sind auch ganz wichtig und interessant. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut? Die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Und jetzt wieder der Losungstext. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten. Oh, da wird es natürlich ganz schön heiß. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Auf gut Deutsch gesagt, sie reden viel von dir, aber ihr Herz ist nicht bei dir. Und daraufhin sagte er, ja, aber du prüfst mein Herz. Du kennst mich. Und du hilfst mir. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für jeden von uns, die wir dem Herrn vertrauen dürfen. Wir dürfen uns dieser Hilfe und dieser Gnade immer wieder sicher sein, jeden Tag. In der Losung, im Lehrtext steht dann auch Johannes Kapitel 15, Vers 9. Vorher dieses Gleichnis vom Weinstock, Entschuldigung, und die Reben. Und da heißt es, Jesus sagt zu ihnen, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist eine Einladung, eine Ermutigung, aber auch vielleicht eine Ermahnung. Wenn wir nicht in der Liebe Jesu bleiben, dann verarmen wir. Wie bleiben wir in der Liebe Jesu, fragt sich vielleicht der eine oder der andere. Nun, ich denke, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir das tun, was er will, was seinem Willen entspricht, wenn wir einfach auch von seiner Liebe weitergeben, dann bleiben wir in dieser Liebe. Und das sollen wir auch heute tun, in seiner Liebe bleiben. Gott segne dich.